Mein Weg führt mich weiter an der Unstrut entlang. Nach Erlingshausen ins Kloster St. Wigbert. Hier fühle ich mich mit offenen Armen empfangen, schon weil die Klosterkirche am Tag immer geöffnet hat. Schon hier spürt man das Besondere des Klosters, in dem katholische und evangelische Benediktinermönche ökumenisch zusammenleben. Pater Franz ist einer der Brüder, die vor 45 Jahren nach Werningshausen zogen. Er ist der evangelische Pfarrer des Ortes. Also 1973 bin ich hierher gekommen und da hieß es, dass die Kirche 1975 weggesprengt werden kann. Und das wollte nicht mehr im Kopf. Und da habe ich die Gemeinde munter gemacht dafür und habe gesagt, vergesst nicht, es ist eure Kirche. Und wir als Gemeinde entscheiden, ob sie bleibt oder nicht. Die Kirche blieb. Die Gemeinde restaurierte sie aus eigener Kraft und unterstützte die Brüder mit ihrer Idee eines Klosterneubaus. 1987 war die Gemeinschaft als erste evangelisch-lutherische Ordensgemeinschaft nach der Reformation anerkannt worden. Zwei Jahre später konnte der Klosterbau beginnen. Die Genehmigung dieses kleinen Klosters ist nicht auf dem Rat des Kreises entschieden worden, nicht beim Bezirk, sondern in Berlin. Wir kriegten einen großen Briefumschlag, wo dann die Baugenehmigung drin war, mit Baugenehmigung fürs Kloster, mit sozialistischem Gruß von Berlin war das. Danke. Das war das erste Kloster, auch im Westen neu. Seitdem gingen und kamen Brüder, Bruder Klaus zum Beispiel gleich nach der Wende. Damals war er auf der Suche nach Struktur und Sinn im Leben. Die Regeln der Benediktiner, bete und arbeite, kamen ihm entgegen, auch die große Offenheit des Klosters. Seitdem teilt er mit den anderen brüderlich Einkommen und Arbeit. Er selbst ist für die Technik und Gästebetreuung zuständig. Also es gibt einmal die Leute, die ganz gezielt hier ins Kloster kommen, um Einkehrtage zu halten, mehrere Tage hier zu sein, einfach ein bisschen mit zu beten und ich sage einfach mal auch die Ruhe zu genießen für sich selber. Und dann gibt es die Radfahrer, weil wir direkt am Unstrut Radwanderweg liegen, kamen am Anfang erst ganz, ganz wenige und das wurde dann immer mehr und mehr. Und ja, die müssen sich schon anmelden. An diesem Abend haben die Brüder zum romantischen Klosterabend geladen. Da bestimmen die Gäste das Programm und singen selbst. Zahlreich sind sie gekommen. Dabei musste Pater Franz am Anfang manchmal hartnäckig sein. Im Nachbarort hatte ich einen Gottesdienst in der Vertretung gehabt. War keiner da. Und da habe ich gesagt, gut, gehst du auf den Kirchturm und läutest so lange, bis einer kommt. Und da habe ich gebimmelt und gebimmelt. Bei 20, 30 Minuten. Mir wurde schon selber zu viel. Ich dachte, du hörst nicht auf. Und auf einmal steht ein älterer Herr hinter mir und sagt, na, was ist denn noch passiert? Ja, ich sage, wo bleibt ihr denn noch alle? Ich läute hier so. Och, nicht, ja, sagte, wir haben schon gedacht, der Läuter hat durchgedreht. Dabei war und ist es wohl vor allem Interesse und Liebe für Menschen, Gott und Leben.